Fein gemacht. Hey, du hast gesagt, aber wohin gehen wir jetzt? Oh, hier habe ich doch den Rest geholt. Unnormal. Einsortieren. Eine Sekunde, ich skippe. Wird geskippt für euch. Bam. Einsortieren. Interessant, interessant. So, es geht weiter. Ich habe hinten die Mission, irgendwas abzuholen. Was er da gerade sagt, ich habe meinen Rechner aufgerüstet. Hühnchen! Hühnchen! Ja, gib doch einfach mal an. Seht nur, was ich für einen feinen Prozessor habe. Wie viel Speicher habe ich, fragt ihr? Oh, reichlich. Muss ich entscheiden. Ja, jetzt dreht aber durch hier. Oh, Konsolenspiel spielt ja auch noch bald. Nicht nur Reisen, dass sie kauft, einen teuren und ganz viel Speicher und so. Konsolenspiele, meine Güte. Unerhört. Einfach nur unerhört. Da ist ein Hase in der Bildmitte, ne? Das ist der kleine schwarze Strich, den man unten sieht. Das da, wo ich versuche hinzuzielen und der Hase weicht geschickt aus. Sieht man es? Nein. Der Pfeil fällt immer direkt davor. Das sieht man, glaube ich, gerade schlecht. Deswegen erwähne ich das mal. Mach mal so. So, pfui, der Pfeil, aber niemals so zum Hasen. Da, wo ich glaube, hätte treffen können, geht der Hase zur Seite. Da springt die Lady da rum. Ja. Die kann bald bei der Paralympics antreten. Ja, dann macht doch einfach mal. Der Rücken ist da. Und schuss los. Hä? Nee, 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 nee. Alle weichen dir aus. Und sie hat Besuch. Pass mal auf. Da kommen ihre Freunde. Und wartet's ab, es wird noch besser. Ich werde gleich noch klüger. Zum Beispiel nicht angezündete Pipebomben schmeißen. Jetzt hier an. Ich habe sie nicht geschmissen, ich habe sie hingelegt. Hat aber einen erwischt, erstaunlicherweise. Wirf! Ja, und? Ich habe gerade noch eine vor mir geschmissen. Oh. Alter. Ja, Nussknacker, warum? Ja, dann schießt er dich auf die Bäume. Genau, nimm die dicke Flinte, da triffst du wenigstens mal. Das ist eher sowas für dich, ne? Oh, ich bin der Fernkampfexperte. Ja, der muss auch weg, ja, ja. Vergiss aber die 15 anderen da nicht. Applaus. Der muss schon nachladen. Hinter ihm war es weiter versteckt. Oh nein! Bam! Hat's ihn zerlegt. Ja, du musst nachladen, das stimmt. Und nun schieß doch mal! Er will es wieder künstlich spannend machen. Das ist bestimmt der Grund, warum keiner zuschaut. Oh, da hat's den Kopf zerlegt. Da kommen zwei nach. Ach ja. Piu. Du bist schon ein Experte. Piu. Da komm. Den einen auch noch. Ja. Da kannst du mal sehen. Bist du nichts zu brauchen. Nö. Ja, du hast da keine Ahnung von Rohrbomben. Du solltest keine gefährlichen Dinge bei dir haben am besten. Du verletzt nur dich und andere. Genau, nimm den Knüppel raus, damit kannst du umgehen. Glückstreffer. Du gibst dir einfach keine Mühe, schätze ich mal so, ne?
Du musst dich einfach mehr bemühen, hier auch mal ein bisschen was hinzubekommen. Na, ich auch nicht. Liegt daran, weil sie nicht mehr da sind. Ich bin auch sehr enttäuscht von dir, muss ich zugeben. Was war das denn gerade? Ach so. Das ist also Wasser. Das sieht mehr so aus wie Quecksilber da. Durchsichtiges Quecksilber ist das. Vielleicht Gelatine. Könnte Gelatine sein? Ist ja mehr so ein bisschen trüb, ne? Na, kommt vielleicht darauf an. Oder Tapetenkleister. Das ist bestimmt Tapetenkleister. Der ist ja auch mehr trüb. Ja, ich würde jetzt was dazu sagen, ne? Aber... Hast du nachgesehen? Ja, damals war alles besser. Damals, ne? Hier so. Super Nintoto. Kann man es gut sehen? Das ist hier der Super Nintendo Mini. Schick, stink. Damals war alles schöner. Ja. Bam. Klebeband ist wichtig. Klebeband ist gut. Das braucht man für irgendwelche wichtigen Dinge. Ja, dann lässt man laufen erstmal. Bevor wieder deine zahllose Munition in den Wind schießt, quasi. Ja, tu ich doch. Ja. Ich guck mir das hier an für dich. Ich tue mir diesen Schund hier an. Halt. Irgendwo hat er recht. Das ist deprimierend. Komm, gib einfach auf. Lass es bleiben. Geh in die Kälte. Ja. Das ist Schnee, stimmt schon. Coole Mützen. Also, du was Cooles hättest. Ah, sieht sehr winterlich aus. Die Straße entlang? Hm. Ja. In anderen Gebieten bessere Sachen finden. Der macht so. Bestimmt. Was du alles wieder denkst hier? Nö. Los. Beende sein Leid. Das war eigentlich kein Zombie, das war nur so ein ganz erschöpfter Büromensch nach seiner 12-Stunden-Schicht. Ich will sie gerade nach Hause. Ja, mach kaputt. Das hatte ich gesehen, pass auf. Es flieht. Da rennt es davon. Genau, schmeiß mit Steinen nach ihm. Ja. Oh, juckt, Entschuldigung. Das sollte ich eventuell nicht tun. Da haben wir eisigen Schwimmer. Woher habe ich gekühltes Fleisch? WoW. Nordend. Kann man gekühltes Fleisch finden, wenn man da wild tötet? Lad mal nach, ne? Bevor du schießt. Und deine Waffe friert rein.
Ja. So ein Terminator Boomer. Wiegt 5000 Kilo, ne? Da, das Hühnchen. Jetzt mach's kaputt. Komm, du war das doch alles. Lass das doch. Wir haben doch nicht die Eisenfalte dafür. Ja, naja. Genau, das Hühnchen geht ins Wasser. Das hat keinen Bock mehr. Das geht daneben. Genau davor. Ja. Gesehen? Daneben, daneben, daneben. Ja. Unnormale Schießkünste hier. Man gibt doch nicht so an. Ja. Ich kann schießen wie nix. Ja, so wie du schießt bestimmt keiner, das stimmt schon. Hast du genommen, fertig, fantastisch. Kann man die Musik hören? Die ist cool. Warte mal, ich mach mal lauter. Wo ist die Maus? Da ist die Maus. Nicht mal der Aufruf meines Kanals haben sich hier ein bisschen verändert. Guckt nicht mal jemand zufällig rein oder so. Noch zwei. Ich bin einer von diesen Zuschauerkanälen. Ganz hinten automatisch. Ja, heul dich doch aus. Du kannst vielleicht mal bessere und aktuelle Spiele spielen, die auch beliebt sind. Ich glaube, 7 Days ist so ein Nischenprodukt hier. Da braucht schon echt seine Genre-Liebhaber. Das ist nicht so ein Mainstream-Ding Nee, hier. da kommst du dann mach ich das nicht. Damit kommst du nicht voran. Du musst ja So, so. Ey! Du musst ja mehr so, ich sag mal hier, Batman, halt meine Tomb Raider, Fernbedienung und Counter-Strike. So, eine Counter-Strike, spielt das noch jemand? Fortnite, sowas spielen. Ich könnte aber auch einfach mal in meiner Steam-Bibliothek gucken und den ganzen Mist nach Beliebtheit sortieren. Nur ein Bär. Der Bär ist. Bonus. Ja, das hat ja reingehauen, ne? Bei so einem natürlichen Tank Bonus. quasi. Ja, komm, schieß! Jetzt lad doch nicht so lange nach! Meine Güte, was halbe Nachbarschaft aufgeweckt. Guck, oh, ich protestiere gegen diese Ruhestörung hier. Ja, geh mal weg mit deinem Peng-Peng-Peng-Gewehr. Da will ich knuddeln hier. Von so einem dicken, bärtigen Mann in den Arm genommen werden möchtest du nicht. Oh. Jetzt kannst du ruhig die Schrotflinte nehmen. Er steht direkt vor dir. Nimm die Schrotflinte. Ja, guck mal. Was war mal effektiver, hä? Dein dummer Karabiner, mit dem du nicht triffst, aus 2 Meter Entfernung, oder aber die Flinte, die alles umhaut. Guck mal, deinen grünen Bart. Und rote Augen. Bärchen, ja. Gib mir das. Ja, immer feste drauf. Was ist das denn nur? Unglaublich. Aufgepasst. Ja, bla 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 bla. Oh Gott. Alter, wie der stratzen kann. Nee, es. Das ist vielleicht zu schnell, ne? Nicht, dass man irgendwas verpassen würde. Wiedergabe, Geschwindigkeit, wo ist das denn? Schneller. Noch schneller? Oh nein. Ja. Das sieht gut aus. Wiedergabe, Geschwindigkeit. So, so ist normal. Wir machen jetzt hier mal. Was nehmen wir denn? Das ist zu schnell, finde ich. Normal. In der Wiedergabegeschwindigkeit 25%. Komm. Also. Nicht besonders warm. 1, naja. Naja.
Was? Oh, Bärchen! Das ist kein... Hau ne weg! Alter! Diese Gewalt! Du kannst doch mit ihm reden! Ich meine, er muss doch irgendeine Motivation haben, dich anzugreifen. Du bist geduckt, deswegen rennst du nicht. Steh auf, nimm die Beinchen hoch. Das war jetzt ein bisschen martial. Oh. Die Schrotflinte war ganz okay in solchen Situationen, hä? Nun steh auf, mein Freund. Er steht wieder auf und nochmal. Gut. Hättest du dich gleich beim ersten Mal erwischen können. Endgültig. Dann soll er mal schön den Bären auf den Kopf hauen hier. Ist ein bisschen geschmoller. Ey, vor 20 Jahren in das Spiel wäre da sowas von der BPJM verboten worden. Oh, Gewalt gegen Dinge, die menschenähnlich aussehen. Verboten und verbrannt. Es sind immer noch Sachen auf dem Index, die sind milliardenfach harmloser als das Spiel, aber die sind einfach nur noch auf dem einfach nur verboten, weil sie damals verboten waren. So irgendwelche C64 oder Amiga-Spiele, ne? Null Sinn. Da muss der Publisher oder der Entwickler selber nochmal... Katze! Katze! Denk nichts anderes. Katze. Gut. Hier am offenen großen Fenster ist es wärmer als draußen. Das ist angenehm. Ja, wird hier wohl bleiben müssen, dann, ne? Dann kann ich natürlich auch noch gucken, was ich alles kriegen kann. Moment. Ich bin noch da. Da, kann man das sehen? Die da was? Diese Katze! Oh, da scheine ich wieder aus dem Dunkeln raus. Mhm. Mach das mal. Du machst das sicher fein. Das fliegt in der Luft, stell das bald dahin. Stell dich auf den Boden, das siehst du nicht wieder. Bup. Edel. Einfach nur edel. Das ist Handwerkskunst vom Feinsten. Nee, du nicht brauchen wirst, so wie all das Leder, das du gesammelt hast und die wichtigen Klebebänder und so, die du für Rezepte brauchst. Pack die da mal alle rein. Na okay, in der Situation war es sinnvoll, das stimmt schon. Gut. Ich höre mich gerade so hallig wieder mal. Ist das hier wegen mir? Nein. Ja, hübscher als meine. Meine ist nicht ganz so zerstört. Vielleicht ein bisschen angekokelt, weil Dinge passiert sind, aber nicht ganz so zerstört. Da oben ist doch was hinter gewesen, ne? Stereo-Blick von beiden Seiten wirst du angestarrt, so. Oh. Wie in der Schule. Ein Greenscreen, ne? Das ist das Ding da hinten, was man da im Dunkeln so sieht. Das ist mein Greenscreen. Der lehnt gerade gegen meinen Schrank. Ey! Kotzt du ja so rum? Ja, die sind auch schnell wieder weg meistens. Da muss ich mir keine Illusionen machen. Nimm mal das Mützchen mit. Guck mal oben rauf. Spring! Hast du fein geguckt? Du hast auch nichts gesehen? Nee, die hat nichts gesehen. Ich habe aufgepasst. So, jetzt gehen wir durch die Tür. Und das sieht aber sehr gefährlich aus. Also es gibt sie. Kann man per Konsole einschalten. Aber es gibt entschieden. Warum kann man das... Ja, der...
Gute Frage, sieht aber auch nicht so schön aus. Dann ist. Ist man selbst so links an der Seite und guckt immer so in die Mitte. Das ist. Wie heißt das Spiel? Dead Space. Da ist so ungefähr die Perspektive. Und man ist nicht hübsch. Die Animationen vom Charakter sind echt nicht hübsch. Vielleicht bauen sie das später nochmal ein, aber im Moment kann man das so nicht gebrauchen, wie es ist. Und wer mit anderen spielt, weiß, wie das aussieht. Ein Helm. Sag ich doch. Ein Kopftuch. Eine Hose. Er gilt als was, hä? Ja. Der Overall sieht auch ein bisschen dämlich aus hier, so mit allen anderen Kram zusammen. Aber es geht ja in der Apokalypse nicht mehr so unbedingt nach Schönheit, sage ich mal, ne? Eine blau gefärbte Jacke. Aber alles ist blau gefärbt. Richtig scheiße aus. Sowas trägt doch niemand. Der stört. Der alte Grinse-Kasper. Ist doof, ja. Also die Texturen von den ganzen nahen Objekten sind alle Mist. Da muss ich nochmal in Einstellungen, was ich hier machen kann, weil das da unten ein Video ist, nicht ändern. Tun, tun. Also wir sind jetzt eine Stunde fast 40 auf Sendung und das Video ist, wie man sieht, unten. Das sieht man nicht, ne? Auf knapp über 2 Stunden und 5 Minuten. Weil ich ein bisschen Kram vorgespult habe. Es ist uninteressant zuzusehen, wie ich Sachen in Kisten packe. Aber da ist jemand hinter der Kiste, da würde ich aufpassen. Schluck, schluck. Der hat so mit dem Kopf gegen die Kisten gedrückt, als ob der ihn einfach aufgegeben. Der war gesund. Er hat ihn bloß aufgegeben, einfach nur. Ja, nimm das mal mit. Geld regiert die Welt. Geld habe ich nie gehabt, nein. Oh. Das war mein Magen, glaube ich. Das ist. Oh. Ja. Bestimmt doch mal deine Stimme, ne? Dich will keiner schützen. Wo bin ich eigentlich gerade im Video? Kauf nichts. Was habe ich denn eigentlich die ganze Zeit gemacht, frage ich mich gerade. Ach ja, ich kam noch in dem Gebäude an, das ich eigentlich sollte. Ich habe die Mission noch einigermaßen zu Ende gebracht. Ich bin auf mich so stolz gewesen. Das war irgendwann spät in der Puppen. Na, von der Uhrzeit her passt das jetzt auch. Wo ist er hin? Stimmt mit deinem Monitor nicht immer. Also bei meinem Monitor, ne? Dem da. Ist alles in Ordnung. Das liegt nur an dem Typen da. Aber der kann halt nichts. Oh! Das ist Mr. Anderson! Da macht der Kopf kaputt. Nochmal eins von der Rübe. Gut. Ciao. Gut. Nun schau dir das alles mal an. Und das packst du bitte alles mal ein. Naja, scheinbar du, ne? Gerade im Inventar. Mo. Oh, ich bekomme gerade eine Nachricht. Aber ich kann sie einfach angucken, denn. Lalala, Beutebonus immer gut. Achte auf deinen Beutebonus. Hä? Ja.
Wahrnehmung, deine Wahrnehmung ist miserabel. Dum, 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 dum. Entschuldigung. Ist da was? Da ist was hinter. Isen? Ja. Yeah. Los, komm, Pfeil. Fall durch Kopfproblem gelöst. Schieß. Ja. Gute andere durch die lauten Geräusche des gegen ihm ihm gegenüberliegenden Zombies nicht geweckt wird. Alter, der hat voll den Pfeil im Helm. Ach ja, der ist cool. Der war cool, der Zombie. Da flackert gerade irgendwas im Wohnzimmer. Kann man das so sehen? Du bist eine Grusel-Zombie-Puppe. Ja, der hat was. Oh, da kommst du rauf. Du musst du sterben. Ja. Ich mach sie mal kurz ein bisschen lauter. Ich muss kurz was nachgucken, ne? Gleich zurück! Stacheln. Ja. Pik, ne? Ja. Versuch es einfach nochmal. Das ist vielleicht besser. Du meinst, dass ich die erste Gruppe komme, ne? Tisch. Guck mal, Cleo, was da los ist. Ganz viel Action. Naja, aber du bist. Okay. Ich muss leider mal kurz hier, ich störe gerade nur ein bisschen. Falls ihr mal meine Freundin kennenlernen wollt, das war sie. Jetzt geht sie weg. Die Kleine mag es nicht so, wenn man sie hochnimmt. Ich habe gerade gemerkt, dass mein LED-Band... Ja, hi. Dass mein LED-Band im Wohnzimmer kaputt ist. Die Katzen haben es runtergerissen. Jetzt hat es einen Wackelkontakt. Man sieht man nichts, aber... Kaufe ich mir was Neues. Kein Problem. Hab's doch. So. Hau mal rein, Junge. Du hast, dafür, dass du einen Bärenhunger hast, hast du dir einen alten Lappen reingezogen, oder was? Das sah doch mehr aus wie Leder hier als ein Stück Fleisch. Wer macht denn da so einen Krach? Ist nichts. Oh! Voll auf die 12.
gar nicht mal so gut aus, ne? Hm. Quasi bescheiden. Gut genug für ein Thumbnail. Ich muss mir nur merken, dass ich das auch, dass ich daran gedacht habe, das zu tun. Ich höre nichts mehr. Das bedeutet, glaube ich, dass ich jetzt langsam mal alles essen kann. Doch, ich höre ganz gut. Essen wir mal kurz. Ja, ess doch. Ich mache die Kamera wieder leiser, ne? Der nervt mich gerade ein bisschen. Ah, eine Lösung. Dass ich den Kerl nicht mehr so laut hören muss. Mhm. Nimm mal die andere wieder. Die hilft dir ja gar nichts. Zieh die mal wieder an. Ja. Die ist im Popo, die musst du reparieren. Also ich popel da nicht rum, ne? Es juckt nur. Ich habe sehr trockene Haut. Leider. Ja. Die nimm mal ab im besten, pack das Inventar und reparier die. Ja. Hm. Ja. Alles repariert. Ich bin gerade nur aus dem Loch gesprungen, was da vorne war. Und zur Truhe. Und jetzt. Jetzt geht's gleich los. Also ein sehr trauriger Moment, der uns gleich erwartet. Oh. Habe ich alles reingehauen. Das Wasser ist an die Reparatur jetzt. Das tut bald so weh, ne? Pack das doch in den leeren Modifikationsslot an der Seite. Pack das dahin. Da! Jetzt Zoom! Ja, bist sehr aufmerksam. Jetzt komm. Lass mal ran. Ja, und das veränderst du nun. Da! Leerer Modifikationsslot! Also, wenn ich das sehen kann, ne, dann musst du das so wohl aussehen. Ja. Es hat aber gedauert, ne? Hat er gerade den Fernkampfschaden erhöht? Was man da gerade nicht merkt, die Steuerung, die ruckt immer so ein bisschen. Die macht immer so bup, 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 auf die Entfernung. Ohne diese Geräusche, aber sie macht immer so. Und sie ruckelt. Und deswegen kann ich da gerade nicht so genau zielen. Das merkt man vielleicht ganz leicht. Weil dieses Ruckeln kommt wirklich davon, dass er so springt. Wie immer nicht nachgeladen. Bam! Wie komisch der Kopf sich da einfährt. So und aus. Komisch. Oh, oh. Sehr traurig, ne, das zu sehen, was er da gerade macht. Warum? Das wird sich bald eröffnen. Ja, da gibt er gerade wieder an, dass er da an den Spielteil rumgefummelt hat. Du bist ein Held. Du bist mein Held. Mmh.
Ja, Berglöwen. Ja. Ist gut. Weiter. Was macht denn der hämmert so, ne? Der kommt so an. Hammer Time. So. Das passt nicht dazu, aber ich wollte es gerade mal machen. Also wir haben gerade gelernt, Kleider zu machen. Wir haben was gegen Berglöwen gefunden. Und irgendwas zu zuhauen. Aber das Metall drunter ist komisch. Ich habe nie herausgefunden, was dort wirklich verborgen ist. Ich habe nicht weiter versucht. Dann wir noch ein schönes viel Leder reinfuttern. Das hilft immer gegen Hunger. Das ist echt auch so ein schmutziger Lappen oder sowas, ne? Das ist doch kein Fleisch. Ja. Du bist ein sehr schlaues Mensch. Huch! Was passiert denn da? Wiedergabe 105%. Ja, dam, dam, dam. 150%. Dam, 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 dam. Hause. Alles kaputt? Ja, und weiter. Und rein. Da. Nichts drin. Ja, weiter. Klack. Auf. Und Farbe. Nussrand. Und Dosen. Pack ich ein, weil ich dumm bin. Und noch mehr Müll. Alles einpacken. Leersaugen. Wie so eine Staubsaugerhalse. Und alles Zeug da einfach so reinziehen. Ja, du bist toll. Jetzt gehen wir hoch. Ja, du machst das super. Und? Ja, eine Kerze, wichtig. Ja, das ganze Nichts lässt du auch bitte da liegen. Nein, du kannst nicht die Minen schaffen. Nein, kannst du nicht. Du kannst nicht diese Minen schaffen. Nein. Ich habe den Ton so weit runtergedreht. Ich höre davon nichts. Was meinst du denn? Oh, da ist jemand an der Tür und da wartet keine Gäste. Oh, wer ist das? Feine Kopf. Oh, daneben. Oh, ah, erwischt. Oh nein. Du spielst kurz noch wieder rein, Unterhalter hier, denn ich muss mal kurz was machen. Wiedergabegeschwindigkeit. Warte mal. Wiedergabe. Geschwindigkeit. Normal. Da bin ich wieder. Ich weiß nicht, was er macht. Es ist mir auch egal. Geschwindigkeit bitte auf 110%. Also er zerlegt doch Sachen, sagt er, ne? Wie nervig. Komm, lauf weiter. Ja, das machst du super. Wie so ein Staubsauger geht er wieder durch und steckt seinen Grabbelfinger überall rein, um einfach alles mitzunehmen. Eine Kaffeemaschine. Guck dir vorher mal rein. Ja, gut. Und jetzt kannst du weitermachen. Bravo. Die Mikrowelle brauchst du auch nicht mehr. Das Ding ist ziemlich süffig. Holst dir nur spaßige Krankheit. Ja. Ich hoffe, du hast daraus gelernt, ja, Herr Nussknacker, dass du mal besser auf dein Mikrofon achten solltest. Und darauf, dass du dich doppelt aufnimmst, um den ganzen Mist hier zweimal machen zu müssen. Nur, für wen mache ich das eigentlich, wenn niemand zusieht? Überlege mal.
Für mich selbst wahrscheinlich. Ja, nimm mal alles mit, bitte. Ich werde derweil. Was mach ich denn? Habt ihr schon mal diese komischen Kekse hier gegessen? Das ist Milchschokolade, sieht aus wie Oreos. Das sind aber Lotus, Lotus-Kekse. Sieht gar nicht aus wie Autos. Schmerztoleranz kannst du dir. Sitzt dann da. Du machst da nur Blödsinn? Okay. Jetzt haust du einfach irgendwo rein. Hast du eh keine Ahnung, was du da machst. Ja. Nichts. Das hat nicht gut funktioniert. Jetzt mach weiter. Bam. 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 Du kannst die Lampe mitnehmen. Da sind sicher noch Elektroteile mit drin oder sowas. Ja, pack mal alles ein. Pack einfach mal alles ein. Rohre, sehr viele schöne Rohre. Sehr viel Eisenbarren. Habe ich die Eisenbarren? Man wird sehen, worüber ich mich ärgere. Ja, was ist das denn schon? Der Schrank und so, bla bla bla. Na. Ja, geht. Hat da putt gemacht. Wen nennst du hier Abfall? Da oben kannst du hochgehen. Ja genau, bau da mal was hoch, geht da mal hoch und da finden die tollsten Sachen. Ich glaube, ich verbringe noch eine Menge Zeit, ne? Ich überlege gerade, was mache ich denn danach alles noch? Ich habe die meisten Erinnerungen von gestern noch. Nur an dieses Haus hier, wo ich gerade bin. Ich weiß, ich komme noch weiter zum eigentlichen Auftragshaus, aber da bin ich so, naja, Erinnerungen sind was für Leute, die in der Vergangenheit schwelgen. Ich brauche das nicht. Das sieht aber sehr süffig aus, ne? Bäh. Das muss man nochmal schick machen. Ja, guck dir mal um die Ecke. Doch, da sind welche. Pass mal auf. Dort sind sie alle. Und? Das mache ich wieder eine Versammlung jetzt. Ich will die immer ein bisschen im Bild behalten, dass ich die dann besser ausschneiden kann. Oh, das habe ich schon mal besser gesehen. Wie noch? Das muss beim Aufnehmen Spaß gemacht haben. Das ist die Mutti. Sehr junge Frau, sehr höflich umschrieben. Oh. Ja. Da hättest du jetzt auch was gemacht. Ich bin sehr enttäuscht von dir. Unaufmerksam wieder. So unaufmerksam. Nö. Da sind noch Kisten. Das Hauptproblem ist jetzt vielleicht das Inventar. Ich weiß nicht. Schau doch mal durch. Das sind Bretter. Bau die Bretter mal ab, dann kannst du durchschauen. Du musst da nicht durchlinsen, du brauchst die Bretter nur kaputt hauen, wie jetzt, und dann weißt du doch, was dahinter ist. Da ist nämlich das Wohnzimmer hinter. Da. In der ehemaligen Bildmitte, wo ich gerade so hinschaute. Da über der Leinwand, Schrägstrich, Kamin, Bildfläche, da ist auf dem Lüftungsschacht oben noch so ein Weg. Und da kann man mal schauen, was da ist. Hm? Hm? Da
Dann nimmt er die alten Feder mit, ne? Die Gammelfeder. Und er haut alles kaputt, weil es kann. Hat aber keinen Zweck, weil da ist einfach nur nichts. Ja, Glückstreffer, okay. Nö, die sieht ein bisschen abgenagt aus. Ja, vor Kitze, ne? Kleine Rehkitzen. Vor Tom und Jerry Kids, vor Muppet Baby Kids. Muppet Baby Kids? Da ist wahrscheinlich nur Quatsch drin. Ein Hoch auf den Mute-Knopf. Denn so kann keiner hören, wie erkältet ich doch war. Oh. Kaplatsch und weg war die Frau. Jetzt kannst du doch mal weitergehen. Du kannst auch da runterspringen. Da wird dir wahrscheinlich so viel Schaden zufügen und dann kannst du dich mit Holzgestellen wieder hochbauen. Shamray Kisten. Woo. Weil du jeden Mist mitnimmst. Hin und her und hin und her. Ich mach die Knöpfe hier, ne? Pup. Ein Fisch! Wo geht's denn raus? Nicht durch den Wandschrank wahrscheinlich. Pup. Hi. Und da bin ich wieder. Gerade war das Bild hochqualitativ besser, ne? Ja, komm, spring. Ja. Oh nein, gleich passiert's. Ich kann es mir nicht mehr ansehen. Ja, pack bitte mal die ganzen wertvollen Sachen da rein. Die Blaupausen sind von Wert. Pack die mal rein. Ja, bitte die ganzen Blaupausen rein. Ja. Die Sachen sind auch wertvoll da, pack die mal rein. Ja. Gut so. Ach, das wird so schlimm. Das wird so schrecklich werden, ne? Und nein, wir nähern uns immer mehr unaufhaltsam dem verheerenden Zeitpunkt. Doch. Ja. Jetzt diskutiere nicht mit mir, ich habe immer recht, ich bin ich. Ja, packe alles mal ein, das ist wichtig. Munition ist gut. Munition ist super, schnaffte. Ja, das stehst du doch. Da findest du das. Ja, dann packe das einfach mal ein. Hier ist Essen drin. Das gute Sham. Speere. Das ist aber leichte Rüstung, ne? Ja, naja. Wenn ich auf leichte Rüstung trainiert wäre, was ich nicht bin, dann wäre es wahrscheinlich sogar gut. Ja. Verbessert Schwert, Speerschaden. Das andere verbessert, was ist das? Ich kann auch welche bauen. Ich möchte gerade nicht unbedingt vorspulen, weil gleich wichtige Dinge kommen, die sehr dramatisch und tragisch sind. Du musst alles nehmen. Hast du Griff? Gut. Ja. Dann brauchst du nichts weiter tun, außer zu gehen. Da
Er verschwindet gerade nur Zeit, ne? Da sieht man aber auch so. Ah! Feuer! Ja, doch, dahinter. Hat da mal recht gehabt. Ja, passiert auch mal. Ein blindes Huhn trinkt auch mal ein Korn. Ist dann nicht so, dass alles schlecht wäre, was er macht. Hm. Naja. Schauen wir mal, was kommt. Da ist nichts gewesen, nein. Außer Spesen nichts gewesen. Pack das alles mal ein. Ja. Hast du fein gemacht? Alles aufräumen. Guck es wirklich bitte überall nach. Nimm nichts. Lass nichts da. Nimm alles mit. Das ist nur eine kaputte Wand. Da war was drauf. Hast du es eingesammelt? Oh, pack das ein. Ja, toll. Hast du den Wesen mitgenommen? Ich habe nicht darauf geachtet. Muss er aber mitnehmen, ne? Ist wichtig. Okay. Den Sessel musst du mitnehmen. Pack den Sessel ein. Ja. Nimm jeden Müll bitte mit. Er könnte später wichtig werden. Da haben wir nichts mehr. Ja, okay. Dann geh bitte mal weiter. Bam. Bam. Ach, jetzt fängt er an, alles abzubauen. Als ob du da eine Ahnung hättest, was du überhaupt damit machen könntest. Bitte nur Plastik. Ja, sage ich doch. Ey, der plappert mich nur nach. Ja. Das war wahrscheinlich Metall. Nach Disneyland. Wir fahren nach Disneyland. Oh nein. Jetzt zögere nicht, bau schnell eine Kiste. Ja, gut. Baue schnell die Kiste. Ene, mene, miste, sonst weg bist du. Sonst bist du weg. Gut. Jetzt packst du sicher alles direkt da rein. Nein. Ja, soweit passt das noch alles. Ja, 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 ja. Das ist nicht so wichtig. Pack das alles mal rein. Ja. Jetzt spiel da nicht so lange rum. Es könnten Dinge passieren. Ja, und die spawnt. Weil du so lange gewartet hast, ist der ganze Scheiß despawned. Ja, du willst einfach das hier jetzt so weg erklären, hä? Schicksal willst du sagen, ne? Ja. Einmal mit Profis spielen. Und du wunderst dich, warum dir keiner zuschaut. Was stimmt denn da wieder nicht? Lappen. Ja, geh mal besser weiter. Ich will das ja gar nicht mal sehen, was du da machst. Geh. Ich will dich gar nicht mal sehen, geh. Spiel nicht im Müll rum, du brauchst dich gar nicht ablenken. Ist ja gar kein Problem. Du bist das Problem, mein Freund. Jetzt geh weiter. Alles ist schön. Ja. So könnte es sein, wenn du vielleicht nicht mal so rumspielen würdest mit dem ganzen Kram. Naja. Ich rutsche immer weiter runter, ne? Sehe ich gerade hier so. Ich muss vielleicht mal eventuell tun, wenigstens, ob ich hier gerade sitzen würde. So. Komm, ins Köpfchen.
Wenn er mal nachladen würde nebenbei. Hahaha. Ich staune auch. Mir nicht vorhandene Brille zurecht rücken. Ich trage die Brille eigentlich meist nur, wenn ich außer Haus bin. Jetzt tut er wieder professionell, merkt er? Ja. Nach dem Malheur vom letzten Haus. Hängst du hier den Profi raus, lässt du den Profi raushängen. Ich bin noch immer sehr enttäuscht. Sehr, sehr, sehr. Gut. Ja, denk mal drüber nach. Brauchst du das gesamte Essen, wenn du da reingehst, sollst du dich fragen. Pfeile eher nicht. Ja. Mmh. Sind ganz schön Dampfplauderer, der Kerl, ne? Immer nur laber, 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 laber. Will das jemand hören, was er macht? Nö, das kannst du wegpacken. Brauchst du das ganze Wasser da drin? Ich glaube auch nicht, ne? Du hast doch hier noch dein Juckersaft, dein guter Juckersaft. Und brauchst du so viel Munition?